Deep Silver, CryEngine. Warhorse. Karl IV., König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. Gut, und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen bei Kingdom Come Deliverance. Gut. Warum ich lachen muss, ist ein bisschen... Ich habe vorhin eine Testaufnahme gemacht, um zu schauen, ob alles funktioniert. Blablablub. Hat alles funktioniert? Ich werde es dann im Spiel sagen. Gut. Ich hoffe, ihr habt Spaß wie ich. Warhorse. Das frühe 15. Jahrhundert war für das Heilige Römische Reich, welches unter der Herrschaft seines verblichenen Kaisers Karl IV. Aufgeblüht war, eine Zeit des Aufruhrs, blablabla. König Wenzels Untätigkeit brachte in den umliegenden Unwillen viele Adlige ein und das wurde gerade erklärt. Oh, das sieht geil aus. Schick, schick. Silver Skeletons. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder?
Eine schöne Frau. Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Heinrich, jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter. Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich... Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Hm, na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Ja, Mutter. Auch zu der damaligen Zeit. Mütter bleiben Mütter. Gut. Du hast unerwarteter Besuch. Okay, gut. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Ja, mithilfe der ersten zwei Auswahlmöglichkeiten in diesem Dialog legst du die vorgegebenen Eigenschaften deines Charakters fest. Keine Sorge, falls du Nächte mit ihnen zufrieden bist. Alle Eigenschaften können ohne Einschränkungen weiterentwickelt werden. Okay, wir unterhielten uns in der Schenke, Rüdekunst. Ich war beim Reigen? Was Reigen? Keine Ahnung. Ich war bei Bianca. Oh, seine Freundin. Denn da steht Vitalität. Ich arbeitete in der Schmiede. Gestern habe ich den ganzen Tag in der Schmiede geschwitzt und dann Fritz und Matthäus unter die Arme gegriffen. Ich habe also ein Recht darauf, müde zu sein. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Wieso sollte ich mich hier für Schwerkampf begeistern, Redekunst? Matthias zeigte mir das Bogenschießen, Agilität. Ich war bei Bianca, schon wieder. Und wenn schon, Stärke. Also, ich habe die Preview bei Gronkh gesehen und der hatte Stärke genommen. Ja, ich will aber Redekunst oder Vitalität. Ich bin mir nicht sicher, was wir nehmen sollen. Ja, bei meinem ersten Versuch, also beim kurzen Aufnahmetest von 5 Minuten, habe ich alles übersprungen, einfach alles durchgeklickt, damit ich mich nicht spoilere und so weiter. Ich glaube, ich nehme Redekunst. Du glaubst, er unterweist mich im Schwertkampf, oder? Was hätte ich in diesem Kuhdorf davon? Ich belüge dich nicht, Mutter. Na gut, wenn du das sagst. Ich will nicht neugierig sein. Aber wie du weißt, hält dein Vater nichts davon. Ja, waren meine Freunde hier? Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Ach, lass gut sein, Mutter. Du tust ihnen Unrecht. Sie sind keine Saufbolde. Ich will nicht darüber reden. Sie sind unsere Freunde, also ganz ruhig. Das ist ungerecht. Ach, wirklich? Und wo bist du gestern Nacht gewesen? Ich war bei Bianca natürlich. Du meinst in Biancas Wirtshaus, richtig? Und wer war mit dir dort? Nein, lass mich raten. Matthäus und Fritz. Naja, wenigstens warst du bei Bianca. Du solltest an ihr festhalten. Sie ist ein schlaues Mädchen. Und lade sie einmal zum Essen ein.
Dein Vater ist von ihr angetan. Natürlich ist er das. Er glaubt, dass er ihr das Geheimnis des Bierbrauens entlocken kann. Ach so. Da hast du wohl recht. Man sollte meinen, er will auf seine alten Tage noch Brauer werden. Aber so ist er, dein Vater. Wenigstens interessiert er sich für etwas, im Gegensatz zu euch. Ihr habt nur Unfug im Kopf. Wenn Fritz und Matthäus so weitermachen, baumeln sie eines Tages am Galgen, das kann ich dir sagen. Ich hab Hunger. Ist Vater wütend auf mich? Brauchst du Hilfe? Hier. Ich hab Hunger. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Dankeschön, Mama. Brauchst du Hilfe? Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Okay, ist er wütend auf mich? Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter, natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Ja, finde ich auch. Gespräch beenden. So, was haben wir? Du bewegst dich mit WASD und kannst auch Sporten umschalten und Springen, Leertaste und Gehen festhalten. E lässt sich mit der Welt interagieren. Du kannst mit Menschen sprechen, Dinge einsammeln, Kisten öffnen und so weiter. Aus dem Topf essen? In den Topf geben. Okay, wir haben nichts, wir können nichts reingeben. Okay, direkt daraus essen. Ist das echt zu heiß? Gut, und hier haben wir Käse. Aufheben, gut. Das ist zum Aufheben. Was haben wir sonst noch so? Setzen. Moment, er hat hier drauf geschlafen. Gut. Was ist das? Öffnen. Eine Kiste. Nadel für Theresa. Nägel für Theresa. Ringelblumen, Ausguss und Verband. Waffen. Das ist alles. Okay, alles nehmen. Vielleicht brauchen wir das später mal. Gut, was haben wir sonst noch? Okay, in den Topf geben kann ich nichts. Wir sind im Moment Pappe satt. Und hier, was ist das? Zwiebeln. Und das sind Karotten. Gelbe Karotten. Okay. Da kann man nichts nehmen. Noch mehr Käse. Und Brot. Das kann man alles mitnehmen. Gebrauchen. Sagen wir es gebrauchen. Irgendwann mal schon. Öffnen, was haben wir hier? Kohl und Karotten, okay. Schloss knacken. Und was ist hier? Öffnen. Hier Äpfel. Leckere Äpfel. Da ist nichts. Gut. Und in dem da? Auch wieder nichts. Da. So, soll ich versuchen zu knacken? Dann würden wir lernen. So. Der hat auch nichts. Okay. Hier ist nichts mehr zum Nehmen. Schloss knacken. Leicht. Du hast kein Dietrich. Okay. Verstehe. Ja. Wollte hoch hinaus. Es ist wirklich ein schöner Tag. Gut, Mutter? Alles in Ordnung, mein Sohn? Na klar. Aber gut. Was haben wir hier alles noch? Aus dem Topf essen? Wir haben doch...
Ist das Linsensuppe oder Eintopf? Huh. Gut, dann gehen wir zuerst mal zu Vater. Hey, Papa. Du hast entdeckt Schleifstein. Aha. Gut, wo? Ah, da. Beginnen. Hab keine Ahnung, was wir hier machen können. Okay, reden wir mit Papa. Yo, Pops. Alles klar? Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um dein Ziel zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du oft die Wahl, welchen Eindruck du bei ihnen hinterlassen willst. Du kannst einfach Reden benutzen, dabei spielt jedoch dein Ruf, den du bei deinem Gesprächspartner genießt, eine Rolle. Im Mittelalter war der soziale Status höchste bedeutsam. Die Qualität deiner Gewandung und deiner Körperpflege haben im Zusammenspiel mit die... Moment, wir müssen uns duschen und so? Oh, also baden. Damit wir immer schön frisch bleiben. Deine Rufe enorme Einflüsse drauf, wie Menschen auf dich reagieren, verdammt. Siehst du gefährlich aus, fürchten die Leute sich davor, dich zu verärgern und sind ihr Gewählte, die gefährlichen Aufgaben zu dir gefährliche Aufgaben zu übertragen. Dabei spielen vornehmlich deine Stärke und der abschreckende Effekt deiner Waffen und Ausrüstung eine Rolle, aber auch andere Aspekte wie beispielsweise Blutflecken auf deiner Kleidung. Manchmal kannst du Geld für dich sprechen lassen. Du musst dich jedoch mit deinem Gegenüber auf eine überzeugende Summe einigen. Bestechungen funktionieren genau wie Handeln, siehe Handeln und Feilschen. In speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fertigkeiten von Heinrich einbringen, um Beispiel die Fähigkeit Reiten. Nicht nur die Art und Weise ist beim Überzeugen wichtig, sondern auch die Wahl der richtigen Dialogoptionen. Manchmal reicht es nicht einfach nur, nach den höchsten Eigenschaften zu gehen. Du musst wirklich lesen, was Heinrich sagen wird. Okay. Unterschiedliche Ansätze fruchten bei unterschiedlichen Leuten. Einen ziehende Raufbolte schüchterst du nicht so leicht ein und ebenso schwer ist es, einen Adligen mit schicken Kleidung zu beeindrucken. Das liegt daran, dass Heinrichs Fertigkeiten mit denen seines Gegenübers verglichen werden. Die Werte der verschiedenen Fertigkeiten findest du unter den entsprechenden Symbolen. Du kannst stets deine eigenen Fertigkeiten sehen. Die Fertigkeiten deines Gegenübers sind für dich nur sichtbar, wenn du jemanden gut kennst oder Menschen gut einschätzen kannst. Spezialisierung, Empathie. Dein Geld, der Betrag, den du zahlen musst. Gesamtwert Redekunst, Gesamtwert Charisma, Gesamtstufe Stärke. Heinrich Werther. Die Höchste deines Rufs bei deinem Gegenüber. Okay, es geht nicht nur um Werte. Der Ausgang einer Situation wird auch von anderen Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel von deinem Ruf, ob du blutest oder ob du schmutzig bist. Bist du etwa der flinken Zunge eines Händlers beim Verhandeln nicht gewachsen? Könntest du ihn erst leichte vergiften? Ernsthaft? Weil er dann einfacher zu überzeugen ist. Ein Wächter ist leichter einzuschüchtern, wenn du ihn von seinem Kameraden weggelockt hast. Okay. Ich muss etwas erledigen. Verzeih, ich wollte mich etwas umsehen. Ich lasse mich nichts befehlen. Nein, erledigen. Wir nehmen das hier. Es ist alles so neu, so schön. Verzeih, Vater. Ich war kurz spazieren und übersah die Zeit. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das erste Mal hier zu sein. Heinrich, wann wirst du endlich zur Vernunft kommen? Sei es drum, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe.
Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzis Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Okay. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Gut. Die meisten Quests können auf unterschiedliche Weise abgeschlossen werden. Mit jeder Kunst gewinnst du Freunde, als unauffällige Person kannst du Ärger aus dem Weg gehen und wenn du die Dinge lieber direkt angehst, kann auch Gewalt eine Lösung sein. Sehr gut. Ja. Sehr schön machst du das, Papa. Haben wir eine Map? Ja, haben wir. Das sind höchstwahrscheinlich wir. Aha. Wow. Okay. Gut. Was ist das? Skelets. Aha. Ah, Schnellreise. Moment, wir sind hier im Inneren. Ah, im Inneren Burgfried. Also, hier drin, was ist das? Holt die Parierstange in der Burg ab. Okay, was haben wir dann hier? Treibe Kunesch Schulden ein. Kauf einen Sack Kohle. Kauf einen Sack. Okay, kauf ein Bier im Wirtshaus. Gut, hier sind ein paar Häuser und hier draußen ist der Rest des Dorfes. Was war das? Ah. Okay, nein. Gut, wir gehen zuerst die Parierstange holen. Und dafür laufen wir. Laufen. So. Was haben wir? Hallo, die Herren. Hier, oder? Nein, hier. Doch, es ist hier. Janek und Jaroslav. Reden wir mit den beiden. Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben Sie angesehen. Hervorragende Arbeit. Sowas Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Ein bisschen rumblödeln. Das ist schön. Großartig. Zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich. Vielleicht. Du hast erhalten Parierstange für Schwert. Sehr gut, das hätten wir dann erledigt. Wo die Parierstange, das haben wir. So, dann gehen wir hier runter. Hallo, mein Freund. Der sagt nichts. Gut. Alle Informationen über die Quest findest du im Questlogger J. Für zusätzliche Übersichtlichkeit werden sie auf der Karte angezeigt, sowie auf den Kompass ganz oben auf dem Bildschirm. Ja, Kunesch ist da drüben. Das weiß ich aus Kronks Let's Play, also Review. Aber was ich auch weiß, ist den, der in irgendeinem gottverlassenen Kerker hockt, oder den, der den Schlüssel dazu hat. Das sind wahrlich seltsame Zeiten, Havel. Seltsam und schlecht. Aber da ich unserem Lehnsherrn Herrn Ratzig diene, kennst du die Antwort. Wohl wahr. Aber wohin wird Herr Ratzig das Silber bringen?
Wohl kaum nach Kuttenberg, nun, da die Bürger dort vor Sigismund das Knie beugen. Zum Glück ist das nicht meine Sorge. Womöglich behält Herr Ratzig es in der Burg, bis diese unglückliche Geschichte ein Ende nimmt. Ich hoffe nur, Sigismund dürstet es nicht auch nach unserem Silber. Da sind wir schon zwei. Aber zurück zum Geschäft. Ich brauche 3 Wagenladungen. Wie ich sehe, arbeiten deine Leute hart. Du bekommst sie morgen. Sollen wir auf den Handel anstoßen? Mit Freuden, mein Guter. Ah, so wird gehandelt. Gut, wir haben etwas gelernt. Grüß dich, Heinrich. Guten Tag, junge Dame. Also, ich weiß, dass das, Hey, Pip, willst du was lernen? Nö, denk nicht. Danke. Wie du willst. Das ist der Schwerkunstlehrer. Und, ich habe ihn vorhin, also bei der Testaufnahme, angesprochen. Heil dem Helden. Na, hast du deine Meinung geändert, was das Erlernen der Kriegskunst angeht? Ja. Also, machen wir das zuerst hier und dann sage ich's. Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahinsiechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Na klar. Klar. Also gut, ich warte wie immer beim Schafpferch. Also, ich habe ihn angesprochen und wollte mit ihm gehen. Aber dachte ich mir, wie kennt man hier und habe so gemacht. Schlag nach vorne. Genau in dem Moment kommt von, was, links oder rechts? Von rechts, glaube ich, eine Person und dann knall ich ihm die Faust voll ins Gesicht. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Da, Hilfe! Wachen. Hier heißt es nicht Polizei, sondern Wachen. Sie sind gekommen, ich hätte fliehen können oder zahlen. Aber da wir ja kein Geld haben, hat man mich ins Kerker gesperrt. Und wer weiß, was dann passierte. Also hier passiert auch dann und wir sind immer noch im Kerker. Also habe ich den Erfolg Feuertaufe gekriegt. Hm? Super. Und es war Game Over. Also, wenn man im Kerker landet, ist das Spiel Game Over. Schön. Also hier, Kampfmeister Vaniek. Also, zeig mir. Na, kann's losgehen? Na klar. Ja. Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Gut. Aha. Gut. Beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Gut, Kampfwerte von Fixierte. Du kannst deinen Gegner A und D umkreisen. Du kannst die Fixierung. Gut, versuch jetzt mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Okay, einmal hier. Genau. So. Gut. Und oben kann ich auch in der Mitte. Spitze Ende ist zum Stechen. Versuch es mal. Zu stechen? Ah, hier. Gut. Gut, schwache Angriffe sind meist schneller und präziser. Ich richte dafür aber wenig Schaden an. Du kannst. Okay, zustechen, Moment. Du kannst deinen Gegner ins Gesicht stechen, obere Zone, oder auf den Körper und die Gliedmaßen, Ziele. Gut. Okay, zugestochen und jetzt? Gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Gut, hier. Schlecht. Ja. So.
Okay, Ausdauer ist fast flöten gegangen. Du kannst Angriffe zu einem Combo aneinanderreihen. Starte dazu einen neuen Angriff, sobald der vorherige endet. Du kannst die Angriffszone wechseln oder die Angriffe einfach aneinanderreihen. Drücke oder sofort zu drücken. Versuche links oder rechts sofort zu drücken, nachdem er dein Schwert den Gegner getroffen hat. Das Zeitfenster liegt zwischen den Angriffen auf den Gegner und dem Ende des Schwungs. Gut. Der Charakter. Es genügt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin müde und durstig. Aber vergiss nicht, arbeite hart an dir. Niemand wird über Nacht zum Schwertmeister. Du musst üben und üben. Dankeschön. Aber das einzusetzen, was du in echten Kämpfen gelernt hast, nichts bringt mehr als Erfahrung. Glaube mir. Okay. Also, was haben wir? Alte Stiefel. Sind das Rüstung? Keins. Waffen. Ist das das Zeug, das wir anhaben? Ah. Das ist, wenn... Ah, hier bedeutet es angezogen oder nicht. Okay. Sind wir barfuß? Ja. Okay, gut. Aber nach dieser kleinen Lektion würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.